Liebe Leute, mein Name ist Dragner. Herzlich willkommen zurück zur nackten Brutalität, was gar nicht mehr so nackt und gar nicht mehr so brutal ist. Ja, obwohl, das brutal möchte ich mal nicht verschreien, aber nackt und alleine sind wir nicht mehr. Definitiv nicht, wie man sieht. Okay, wir brauchen Kleidung nach wie vor. Nein, liegt hier noch ein bisschen was rum. Das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Erstmal die genauen Regeln, dass sie sich dann ab einem gewissen Punkt mal umziehen sollen, sowas, die kommen noch. Wir haben, oder wir sind dabei, genau, die neuen Schlafzimmer zu bauen. Haben wir genug Stahl? Ja, Stahl ist vorhanden. Dann bräuchten wir Heizungen. Einen Boden brauchen wir natürlich dann auch noch. Jetzt haben wir genau wieder die Situation. Eigentlich, bevor wir jetzt da an den Boden und das Granit halt für weitere Sachen hernehmen, hätte ich gerne mal hier unseren Verteidigungsgürtel fertig. Betten werden beliefert und gebaut. Heizungen kommen auch gerade. Trotz allem 100 Stahl. Setze ich jetzt mal die ersten Kanonen hier hin. Neue Liebhaber. Wer denn? Dorg und Camissa sind zusammen. Dorg und Camissa, sehr schön. Sehr schön. Dorg und Camissa haben sich auch schon ein gemeinsames Bett geholt. Also alles gut. Hier im Bett ist leer. Wir reißen jetzt mal die einzelnen Betten hier ab. Wir haben hier unten also insgesamt noch 3 leere Betten. Auch wenn es hier unten noch nicht so schön ist, kommen trotzdem hier unten die Betten jetzt schon mal zusammen. Oder werden trotzdem schon mal benutzt, so heißt es. Damit wir endlich mal ein bisschen vorwärts kommen. Und dadurch, dass wir jetzt hier die Kanonen brauchen, die jede Menge Stahl kosten, ja, brauchen wir halt jede Menge Stahl. Ich glaube, das war's hier schon mit dem Stahl. Hier haben wir auch noch. Und hier haben wir auch noch. Lassen wir es mal so. Also wir werden jetzt demnächst wieder mehrere Stahl brauchen. Deswegen hauen wir jetzt da relativ viel weg. Die nächste Quest, irgend so eine fette Konstruktion. Irgendwann muss ich sowas auch mal ausprobieren, was das genau bedeutet. Ich habe noch nie so ein Kunstwerk gebaut. Einfache Mahlzeit verdorben. Vielleicht sollte ich hier mal noch ein bisschen runtergehen mit den Temperaturen. Minus 3 Grad, hier dürfte eigentlich nichts mehr verderben. Gut, wir haben hier immer noch den ein oder anderen Tisch, der eigentlich weg muss. Hauptproblem ist ein bisschen hier der... Ja, obwohl, kein Problem, kein Problem. Ja, und hier versetzen wir einfach wieder die Wände. Nein, 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 nein. Oh Gott, das war knapp, das war knapp. Haben wir denn noch hier so ein bisschen Schiefer? Ja, hätten wir noch. Langt es für 2 Wände? Was haben wir denn hier? Wände aus Granit. Das ist gut, das ist gut.
Habe ich jetzt die abgerissen? Oh nein. So war das nicht geplant. So, dann versetzen wir das alles ein bisschen. Und dann können wir nämlich hier die Wand einreißen, sobald hier zu ist. Und dann haben wir unseren Aufenthaltsraum um ein ganz schönes Stück vergrößert. Verdoppelt, würde ich mal sagen, ungefähr. Ja, ich weiß, soll man nicht machen, mache ich trotzdem. Ich hätte gerne hier und hier die Wand noch fertig. Ich würde gerne weitermachen. Eine Wand noch. Geil. Dann können wir abreißen. Haben ein bisschen Granit wieder für andere Sachen übrig. Was? Lage erschienen und Cats? Was? Ah ja. Ach, hier ist jetzt ein Lager erschienen, das uns wahrscheinlich immer wieder angreifen wird. Das ist ja sehr interessant, muss ich gestehen. Sowas hatte ich auch noch nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Zeug jetzt wieder. Das erste, was ich jetzt gerne mal hätte, Entspannung. Können wir denn hier einen Billardtisch bauen? 110 Holz, 80 Stoff. Funktioniert. Hätte ich aber gerne tatsächlich da drüben. Machen wir doch gleich mal. Hier schaut es auch schon besser aus. Warum ist da allerdings noch kein Strom? Wahrscheinlich deswegen. Ach nee, ich habe einfach keine Verbindung. Das ist alles. Machen wir mal hier so eine Verbindung durch. Weil die Wände hier einfach nicht verbunden sind. Sehr gut, sehr gut. So, Billardtisch. Du kommst jetzt mal hier so hin. Und dann bauen wir später eigentlich auch noch einen Pokertisch hin. Haben sie die Kabel hingelegt, aber bauen tut es keiner mehr. Der Sommer hat angefangen. Lassen wir jetzt hier auch wieder die Tür offen. Jetzt trotzdem über 40 Grad drinnen. Trotz offener Tür. Hier sogar 50. Wahnsinn. Aber erst haben wir eben andere Sachen noch zu tun, bevor wir uns darum kümmern. Sieh, unsere biokodierten Sachen liegen hier immer noch. Ich dachte, die werden jetzt mal weggeschmolzen. Hat Cat tatsächlich so viel zu tun? Das habe ich Cat gar nicht gegeben. Ah! Okay.
Tiere, wie schaut's denn aus? Wir haben eine zweite Elchkuh. Zwei weitere Elchkühe wären noch da. Und ich sehe gerade, unsere Nahrung geht runter. Was ist denn jetzt plötzlich los? Fressen die Elchkühe tatsächlich so viel? Lassen wir es mal kurz stehen. Wir haben doch vorhin so viel Nahrung gehabt, dass wir sogar was verkaufen konnten. Und jetzt plötzlich geht die Nahrung runter. Das ist ja seltsam. Aber da wir einen Haufen Wildtiere momentan haben, gehen wir doch einfach mal wieder ein bisschen jagen für Fleisch. Steinbock rächt sich hier. Klar. Aber es sind mehr als genug Leute da. Ja, gut, das Problem hätten wir. Nichts mehr mit Rechen. Dann hätten wir das nämlich auch. Also ich hantiere zum ersten Mal mit so Tieren, deswegen nicht wundern, wenn es bei mir vielleicht noch nicht ganz so funktioniert. Eigentlich würde ich auch später die Tiere gerne einschränken, dass ich wirklich so einen Stall Bau, wo ich auch Essen hinliefern lasse. Wo keiner hingeht, außer die Tiere. Mal schauen, ob das alles so umsetzbar ist. Aber es sollte eh bald wieder geerntet werden. Hier alles 90%. Ja, hier noch nicht so ganz. Schauen es aus, Strom ist immer noch mehr als genug da. Weil sobald hier das mal fertig ist, könnte man tatsächlich auch schon mal mit unserem Gewächshaus anfangen. Muss ja in erster Linie eigentlich nur eine Mauer ziehen. Oh, eben, ich muss ja eigentlich nur eine Mauer ziehen. Mehr ist es ja gar nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall zwei Türen. Okay. Brauchen wir zwei Sandsteintüren. Die eine kommt auf jeden Fall hier rein. Dann machen wir hier tatsächlich noch eine rein. Und wir machen allerdings auch hier eine rein, damit wir theoretisch hier hinterkommen. Müssen wir auch ein bisschen was abbauen hier. Das hacken wir einfach auch mal weg. Sehr schön. Und da eigentlich Sommer ist, wir könnten eigentlich direkt auch anfangen. Wir machen hier mal alles voll. Ich weiß, wir brauchen nicht so viel. Nein! Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Hier habe ich nicht aufgepasst. Nee. Wir lassen es. Dann kommt hier unten einfach nur die Wolle hin. Da ist es mir relativ egal, ob da ein bisschen was fehlt. Hätten wir aber überall das Problem. Ja, hier hinten nicht. Hm. Okay. Ja, da geht dann ein bisschen was weg. Aber kein Problem. Wir machen Nahrung, 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 Wolle, beziehungsweise später. Wie heißt's? Teufelsgarnpilz. Und dann ist es halt so.
Warum die Hosen hier nicht geschneidert werden, verstehe ich auch nicht. Also Stoff ist eindeutig da. Es wird alles geschneidert, nur keine Hosen. Und dann können wir die Felder nämlich auch auflösen. Ja, und uns Gedanken machen, wie es hier weitergeht. Also hier wird auf jeden Fall natürlich Strom und Strom reinkommen, das ist klar. Aber wie es dann von der Form her genau weitergeht. Ja, unser Verteidigungsgürtel, jetzt steht er dann auch einigermaßen. So ist Bauen, so gehört sich das. Oh, ich habe gar nicht geguckt übrigens, ob ich mich verzählt habe hier unten. Kolonistenauslagerung, Freibauer, bla 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 bla, möchte, dass wir drei wir sollen ihr drei Kolonisten leihen. Nein, können wir nicht. Ich will niemanden verleihen. Wir brauchen natürlich dann auch ein Dach, ist logisch. Das funktioniert halt erst, wenn wir die Mauern haben. Wahrscheinlich auch eine Stütze. So, künstliche Sonne. Wir haben eine, zwei, drei, vier. So, die künstliche Sonne geht jetzt bis zu dem Gras. Dann geht die andere. Ja, okay. Passt. Ja, allzu viele Decken können sie nicht machen. Ist klar. Was kostet denn so eine künstliche Sonne? 40 Stahl. Wir haben mehr als genug Stahl. Gut. Na, kommen eh schon. Hier, erste Sonne. Erzeuge Anbauzone. Wir hätten gerne, ja, Kartoffeln. Hier hätten wir gerne Reis. Hier machen wir Mais. Und hier machen wir wie immer. Ach so. Hier hätten wir Mais. Und hier. Machen wir zwei Anbauzonen. Zone verkleinern. Das hier kommt alles weg. Hier oben hätte ich gerne Baumwolle. Und dann hätte ich gerne noch eine Anbauzone. Irgendwie so. Ob die jetzt von dem Licht komplett betroffen ist, ist mir wurscht. Und hier hätte ich nämlich gerne Heilwurzel. Heilwurzel sollte das hier unten eigentlich langen. Dann haben wir ein bisschen mehr Baumwolle, Mais, Kartoffel und Reis. So, die unheiligen Kapseln. Neue Quest. Ja, nee, ganz sicher nicht. Und ein Händler läuft rum. Und wenn es hier einigermaßen läuft, dann reißen wir... Ah, hier sind sie, die Händler. Schauen wir mal, Herr Kaloyan, erst ausschlafen, dann handeln bitte. Das hier unten würde ich als erstes gerne abreißen. Wir können verkaufen Plastahl, Bauteil, Insektengelee will ich nicht, aber Bauteile würde ich gerne kaufen. Es sind zwar nur 8 Stück, aber okay. Dreifach Raketenwerfer, eine Lunge. Mhm. Können wir schon anfangen. Plastahl, 53. Könnten einen Walk kaufen. Maya Michelle will ja immer einen Wag.
aber ist mir zu teuer für 517. Da hoffe ich mal, dass mal einer kommt, dessen, den wir dann probieren zu zähmen. Ja, wir geben 841 aus, das ist in Ordnung für mich. Verkaufen tun wir nix. Blasstahl und Bauteile. Bauteile werden wir jetzt immer öfter handeln müssen. Kommen nicht mehr drum herum. Und hier hinten kommen tatsächlich die letzten Mauern. Wenig Nahrung. Wird schon geerntet. Wir hatten noch vorher Reis, ist ja auch schon wieder alles geerntet. Sag mal, fressen uns tatsächlich gerade die Tiere so viel weg? Ja, sehr interessant. Vielleicht sollte ich mir das mit den Elchen erst nochmal überlegen. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, werde ich die Elche einfach schlachten. Dann haben wir ja ein bisschen Fleisch. Aber es ist schon irritierend, wie viel oder wie viel Nahrung wir vorhin hatten. Wir hatten vorhin fast 1000 Nahrung im Lager. Und jetzt plötzlich müssen wir da ein bisschen kämpfen. Also, puh. Hätte ich so nicht erwartet. Nährstoffbedarf pro Tag 1,36. Eine einfache Nahrung 0,9. Kurz gesagt, unsere drei Elche brauchen eigentlich drei einfache Mahlzeiten pro Tag. Das hört sich jetzt halt 6 Mahlzeiten pro Tag. Hört sich jetzt eigentlich noch nicht viel an. Eindeutig mal beobachten, vor allem wie das dann hier läuft. Aber ich probiere mal was. Ich werde auf jeden Fall die Tierzone einschränken. Und zwar möchte ich, dass die nicht hier reingehen. Die sollen sich quasi von unseren Nahrungsmitteln hier fernhalten, da wo wir jetzt anpflanzen, sondern sollen sich aus dem hier bzw. aus dem Kühlhaus ernähren. Dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was jetzt genau genommen wird und was nicht. Das ist mir wurscht, wie gesagt, wird dann eh abgerissen. Aber das hier soll jetzt mal in Ruhe wachsen. Ja, die Mauern müssen jetzt einfach mal fertig werden. Also hier noch die drei Teile. Dann können sie auch hier langsam anfangen. Dann kann ich hier mal Strom anschließen, Heizungen reinsetzen. Noch ist gerade Sommer, deswegen nicht so das Problem. Aber der Sommer geht halt auch weg irgendwann, gell? Große Heizungen könnten wir noch nicht bauen. Auch wenn noch kein Strom da ist, wir setzen einfach mal ein paar Heizungen schon mal hin. Kommt alles mit der Zeit. Kommt alles mit der Zeit. Erstmal pflanzen sie überall schön an. Die ersten Mauern werden auch schon gebaut.
Ja, und jetzt haben wir das Gewächshaus hingestellt, gell, und unsere Badezimmer hier sind immer noch nicht fertig. Aber werden wir jetzt dann vermutlich in der nächsten Folge angehen. Wir sind nämlich schon wieder bei 25 Minuten. Wird also gleich beendet. Aber wenn jetzt hier die Mauern auch noch stehen, die zwei Teile auch noch, das ist ja eigentlich absehbar, dann geht es direkt hier mit den neuen Badezimmern weiter. Sind auch 9 Stück inzwischen. Wahnsinn. Dann könnten wir, wenn die neuen Badezimmer fertig sind und das Gewächshaus läuft, können wir dann hier und hier abreißen. Dann werde ich dann erstmal wahrscheinlich hier abreißen, Strom ransetzen. Könnte man hier einen Handwerksraum hinsetzen und das ganze Handwerkszeug mal umsetzen. Hier muss ein Boden rein. Oh. Also Projekte haben wir noch einige. Aber gut. Dann, wie schon gesagt, ich werde die Folge beenden. Wir sind bei 26 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus, ciao.